Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Dinesenko, ich bin hauptberuflicher Trader und Gründer der Tralgo LLC. Und in diesem Video gehen wir in Part 2 unserer Fremdkapital-Challenge. Viele haben mich schon gefragt, wo denn das neue Video abbleibt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich YouTube jetzt erstmal beiseite geschoben habe, einfach aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr viele neue Projekte für unsere Bestandskunden realisieren. Die Academy wird komplett neu umgebaut, neue Software plus zig neue Lektionen, die dazukommen auf einem relativ hohen Qualitätsstandard. Und das erfordert einfach sehr, sehr viel Planung, Konzeption und Zeit, bis das alles realisiert ist. Und daher gibt es jetzt erst das zweite oder den zweiten Handelstag. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich nochmal eine ganz, ganz kleine Sache erörtern, warum wir das Ganze hier überhaupt machen. Erstens möchte ich damit zeigen, dass man nicht unbedingt eine Menge Kapital in die Hand nehmen muss oder nicht zwangsweise mit den Micros klein starten muss, um überhaupt zu können. Man kann auch über ein solches Prop Trading System starten. Es muss nicht so risikoreich direkt am Anfang sein. Ich empfehle grundsätzlich jedem Anfänger, mal durch so ein Programm zu laufen, einfach aufgrund dessen, dass man von Anfang an diszipliniert wird, sich an gewisse Grundregeln und Kernregeln zu halten, um nicht alles zu verlieren. Denn wenn du jetzt mit einem, sagen wir mal, 10.000 oder 5.000 Dollar oder 1.000 Dollar Konto startest, selbst wenn es 100.000 sind, hast du theoretisch die Möglichkeit, schon am ersten Tag alles zu verlieren. Und um da einfach den ersten Bezug dazu zu bekommen, und im Endeffekt auch risikofrei zu traden, würde ich jedem ans Herz legen, wenn du startest, erstmal damit zu starten, auch wenn du es nicht weiter fortlaufend nutzen möchtest und später wieder zum Eigenkapital switcht, lohnt es sich trotzdem für jeden, da mal reinzuschnuppern. Und C, für die ganzen Kritiker und Skeptiker, die nach wie vor behaupten, das kann doch nicht alles funktionieren, das ist alles Schwachsinn. Wir haben allein jetzt in den letzten Tagen 26 Einsendungen von unseren Tralgo-Klienten bekommen, die funded geworden sind, wovon auch zahlreiche schon die ersten Auszahlungen beantragt haben und auch erhalten haben. Ich habe damit mein Trading aufgebaut, zig andere hauptberufliche Trader haben damit angefangen und ihr Startkapital aufgebaut. Und diese Videoreihe dient im Endeffekt dazu, zu zeigen, wie sieht es von der technischen Seite aus, wie baut man die Evaluation auf und wie sieht dann später die erste Auszahlung aus. Also bis zur ersten Auszahlung machen wir das jetzt einmal durch. Ich entschuldige mich jetzt schon vorab für mein Bild unten rechts. Ich glaube, ich habe damit den einen oder anderen Chart verdeckt und dennoch hoffe ich, du kannst alles weitere darauf erkennen. In den nächsten Videos behebe ich auch dieses Problem. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen zum neuen Kapitel unserer Fremdkapital-Challenge. Und heute hoffen wir mal darauf, dass wir nicht nur scalpen, sondern auch mal ein paar normale, reguläre Intraday-Setups erwischen. Wir haben eine ganz geile Besonderheit hier. Und zwar, es ist der Tag der Inflationsdaten. Wir haben jetzt hier knapp 230 Ticks am Stück. Es ging wirklich im Bruchteil von Sekunden, ich glaube, 5 Sekunden oder so hat es gedauert. War auf jeden Fall ein wahres Spektakel. Und ja, in diesem Umfeld bewegen wir uns jetzt hier gerade. Ich habe hier ein paar Locations drin. Damit ich aber nicht permanent hin und her switchen muss zwischen dem Nasdaq-Chart und dem S&P-Chart, hier habe ich mir jetzt nochmal ein extra Template gemacht. Das sieht jetzt so aus. Hier haben wir die zwei Trading-Charts, wenn wir scalpen im Nasdaq. Wir haben hier die Übersicht des Footprint-Charts im M5-Chart hier, Footprint, S&P und die zwei großen Analyse-Charts. Und da laden wir jetzt auch schon direkt mal unsere Locations vom Sonntag rein. Das ist hier ein relativ großer Bildschirm, ein 49 Zoll Bildschirm, deswegen ist jetzt hier die erste Hälfte zu sehen. Auf der zweiten Hälfte sind nochmal ein paar übersichtliche Dinge da für die grobe Übersicht. Die spielen jetzt hier so keine große Rolle. Daher beschränken wir uns jetzt auf diesen Trading Part hier. Und sollten wir was im Kupfer, im Gold, im Öl finden, sind auch gute Märkte zurzeit, dann würde ich das Ganze einmal reinschieben und dann auch besprechen. Gut, legen wir mal los. Ich schiebe noch einmal ganz kurz hier die PNL wieder rein. Wir haben ja letztes Mal aufgehört bei 3210. Beziehungsweise es waren 3280. Was wir aber bei der Analytics nicht bedacht haben, war, dass wir noch die Gebühren mit
einberechnen müssen. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz, um gleich auch eine möglichst gute und genaue Übersicht zu haben. So, und ich lade hier schon mal die Locations rein, dass wir auch natürlich wissen, in welchem Marktumfeld bewegen wir uns jetzt hier, wo sind unsere Ziele, unsere nächsten Preismarken, die wir hier anstreben. Der S&P ebenfalls. Der S&P war ziemlich akkurat, was die Locations hier anbelangt. Auch gestern wieder sehr, sehr genau, vorgestern sowieso. Heute hat er da oben tickgenau in unserem ersten Ziel, in unserer ersten Ziellocation gehalten. Wir sehen hier über eine Stunde lang die Ablehnung. Das kam dort oben jetzt wieder zu einer Kumulation. Ich sehe den Markt technisch gesehen jetzt long. Er war übergeordnet auch gestern, obwohl er gestern abgebaut hat, war er übergeordnet immer noch long. Heute ist er immer noch long. Deswegen suchen wir heute mal primär die Long Trades wieder zurück in diese Hauptkumulation hier rein. Wir sehen hier eine kleine Divergenz zwischen dem S&P und dem Nasdaq. Nicht ganz Divergenz, der S&P läuft hier aber trotzdem dennoch ziemlich stark vor. Und ja, ich würde mal sagen, wir suchen auch gleich schon die ersten Trades hier im Nasdaq. Wir machen jetzt wieder unsere ATM-Strategie rein. 60 Tick Stop Loss, 250 Ticks Take Profit, wie gewohnt. Ja, der Zug ist leider gerade abgefahren. Das war gerade eine gute Möglichkeit da unten. Hätte man günstig reinkommen können. Aber wie immer, Athos. Zwar die meiner Meinung nach geilste Plattform, aber auch die langsamste Plattform. So, wir warten jetzt hier auf einen Pullback. Ja, läuft er direkt wieder los. Wenn er jetzt nochmal einen Pullback bringen würde, im Optimalfall auf die 13.300, dann wäre das der beste Einstiegspreis, um wieder reinzukommen. Nach der Pullback-Ablehnung. Der S&P wird wieder zum Pop gedrückt. So, wir gehen nochmal ganz kurz in die Analytics, während er hier den Pullback macht. Genau, einmal kurz die Gebühren einstellen. Gebühren. Die belaufen sich hier auf 5 Dollar. Hatte ich bereits schon eingestellt. Genau. Und eigentlich müssen wir das nur noch anwenden, wenn ich das nicht sogar schon angewandt habe. Auswertung, Gesamtauswertung. 3210. Okay, die Gebühren habe ich schon reingemacht. 3210 ist das aktuelle Ergebnis nach diesen 5 Trades der ersten Session. Und jetzt geht es auch schon direkt weiter. So, den Pullback hat er leider nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier so ein bisschen verpennt an der 290. Hätte man günstig reinkommen können. Ganze 150 Ticks. Der Markt ist hyper volatil. Ja, so eine Marktphase hatten wir schon lange nicht mehr. Wird jetzt sehr, sehr spannend. So, das Ziel sind die Hochs da oben an den Double Notes an der 4200. Im CL haben wir aktuell kein richtiges Setup. Da ist der Markt immer noch in einer Range. Das war auch relativ long. Aber noch keine interessanten Setups. Gold ebenfalls noch am POC in der Kumulation. Also der einzige. Die einzigen relevanten Märkte wären jetzt hier die beiden, die Aktienindizes. Mal schauen, ob wir jetzt hier über die Kante kommen oder ob wir doch gleich wieder zurückgedrängt werden Richtung POC. Wenn das so sein sollte, dann suchen wir die Reversals, die Ablehnungen. An der 30. Also da, wo er jetzt eigentlich schon ist. Kommt wieder zurück Richtung POC. So.
73 Ticks. So, die ersten 730 Dollar nehmen wir mit, aber nicht ganz. 737 hat er mich jetzt etwas schlecht gefüllt. Direkt an der Kante hier an der 13.010, der Location von uns. Wie gesagt, das sind hier Locations, die haben wir schon am Sonntag definiert. Da hatten wir so eine tolle übergeordnete Range. Wie man sehen kann, das sind so Trades, da darf man nicht lange pokern. Die muss man relativ schnell realisieren. Aufgrund dessen, dass der Markt ist halt technisch gesehen long. Man ist da antizyklisch, sind dementsprechend in dieser kurzen Bewegung mit drin, aber darf nicht allzu lang pokern, weil jetzt zum Beispiel baut er auch wieder auf. Da suchen wir gleich wieder die Long Trades. Das war hier in der 36. Und ab der 43 würde ich gerne weiter ausbauen. So, selbe Strategie wie auch das letzte Mal. Also wenn der Trade bereits gelaufen ist, dann baue ich auch gerne mal ein bisschen mit auf. Beziehungsweise baue den Trade ein bisschen aus. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Momentum im S&P haben wir schon mal, deswegen passt das eigentlich. Mal gucken, ob er jetzt auch nochmal hier durch den POC im Nasdaq schießt oder ob er jetzt doch wieder zum POC zurückgeholt wird und weiter kumuliert. Wenn er durchschießt, dann wäre es natürlich optimal, aber ich passe jetzt schon wieder auf. Wir haben ein gutes Zeichen, im S&P wird kumuliert. So, wir sind durch. Der hat uns jetzt gefüllt mit den weiteren zwei Lots. Mal gucken, ob wir jetzt hier im S&P das Tageshoch holen. Ja, sieht nicht danach aus. Wird immer noch gesammelt hier in dieser High Volume Note. Boom, Breakout. In der Location geclosed an der 4200. Jetzt muss Momentum kommen. Jetzt muss Momentum kommen. Kommen Pullback ins Cluster rein und jetzt lehnen ab. Ziel wäre jetzt hier das Tageshoch erstmal. Das wären jetzt mal 120 Ticks. Er muss es natürlich nicht jetzt machen. Ich bin trotzdem davon stark überzeugt, dass wir noch das Tageshoch hier testen werden. Frage ist halt, ob er jetzt schon Richtung Hoch marschiert oder aber nicht, das sieht aber trotzdem gut aus. Clusterbildung, Breakout, Pullback, hält noch. Der Nasdaq auch, wird immer noch gehalten. Jetzt seit 2 Minuten bewegen wir uns in einer Range von 30 Ticks. Ich würde auf jeden Fall die Re-Entries suchen. Also wenn wir gleich ausgestoppt werden, dann würde ich dennoch die Re-Entries suchen, long. Dann war das noch ein bisschen zu früh. Okay, wir sind wieder unterm POC im NQ. Am POC im S&P. Mal gucken. Der POC wird jetzt getestet. Jetzt schauen wir gleich, das zeigt sich gleich, ob er jetzt hier gleich doch wieder ablehnt. Und wie gesagt, wenn er ablehnt, dann suche ich definitiv die Re-Entries. Dann will ich definitiv Richtung Hoch dabei sein. Müssen jetzt gut aufpassen, das ist jetzt so eine Location, da werden viele zu hitzköpfig und versuchen da so ein bisschen mit dem Markt zu kämpfen und sich immer wieder doch wieder reinzuholen, obwohl die Location oder grundsätzlich die Marktphase, in der man jetzt hier gerade ist, ein bisschen gefährlich ist, weil wenn man erstmal in einer solchen Range hier drin ist, wo er ja permanent kumuliert seit über 2 Stunden. Man meint ja immer, derjenige zu sein, der jetzt Recht hat, ja,
der den Markt jetzt vorhersehen kann, dass jetzt ausgerechnet der Breakout kommt. Und diese Sturköpfigkeit bei vielen sorgt dann dafür, dass ja fast alles auf Null gesetzt wird, weil man halt immer wieder versucht nachzutreten und den Trade doch noch zu machen, in der Hoffnung, dass er jetzt doch gleich ausbricht oder im zweiten, im dritten, im vierten, im fünften Anlauf ausbricht. Am Ende holt dann nur die Liquidität, der stoppt dann immer wieder aus hier, kumuliert fleißig weiter und irgendwann, wenn es schon zu spät ist, wenn man rausgeflogen ist, bricht er dann aus und man ist nicht dabei. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Achtet immer darauf, dass ihr euch in solchen Ranges nicht dabei erwischt, wie man da anfängt zu reißen und zu kämpfen. Okay, also wir sehen wieder riesen Schattenbildungen, sowohl nach unten als auch nach oben. Starke Schattenbildung, fette Preisablehnungen. Testen jetzt hier gerade wieder die Kante. Die wird gerade tickgenau abgelehnt im Nasdaq an der 13.300. Kommen wieder zurück rein in die Range. Und wenn man halt zwangsweise in dieser Phase traden möchte, dann tradet da hauptsächlich genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise tun würde. Und das ist auch so ein Ding, wenn man den Spieß mal umdrehen würde und immer wieder das Gegenteil von dem getan hätte, was man sonst immer getan hat, als man ausgestoppt wurde, dann wird das meist eigentlich gar nicht zu so einem schlechten Ergebnis führen. Und in dem Fall sind es halt immer wieder so kleine Range-Ablehnungen, die man traden kann in Extrempunkten. Wie zum Beispiel das, was wir auch letztes Mal immer sehr stark gemacht haben, wie wenn zum Beispiel der Markt jetzt runterbricht, wie er es davor gemacht hat, diesen Preisbereich wieder ablehnt, zurück ins High-Volume läuft, wieder in Richtung des der eigentlichen Marktrichtung. Und dann lässt man sich halt hier an dieser Kante an 13.300 Long einstoppen und dann geht es wieder hoch Richtung Kumulation, Richtung High-Volume, Richtung POC. Das kann man durchaus machen. Aber halt versuchen, vergeblich immer wieder die Breakouts zu suchen, weil man meint, okay, jetzt knallt er runter, jetzt knallt er hoch. Ganz gefährlich. Gut. Ziel werden heute auch wieder vielleicht, sagen wir mal, 3, 4, 5K. Schauen wir mal, was man aus dieser Marktphase hier holen kann. Oder eben nicht. Man kann natürlich auch mit einem Minus rausgehen, das ist ja auch kein Problem. Wie gesagt, wichtig ist, dass man da nicht etwas versucht zu erzwingen oder versucht daran zu reißen oder sonst was, sonst macht man es nur kaputt. Okay. Pullback des Clusters. Pullback wird abgelehnt. Jetzt haben wir das. Jetzt geht's los. Na komm schon, lehn ab. Er sah gerade eben ziemlich gut aus. So, das wäre jetzt auch der letzte Versuch. Wir sind nur mit entspannten zwei Kontrakten drin. Das ist immer noch in Ordnung. Ein Markt, der jetzt gerade sehr interessant wird, ist der CL. Ja, während der hier so kumuliert, denke ich, weichen wir mal kurz aus. Ich lasse ihn jetzt hier erstmal in der Range-Phase sein. Zwei Stopper sind genug. Ja. Das sind jetzt immer wieder diese Spikes, die einen hier jetzt rausstoppen. Aber es sah ziemlich gut aus, Short. Ja. Aber da würde ich jetzt nicht nochmal den Re-Entry suchen. Ist mir jetzt ein bisschen zu risky. So, CL, ne?
Der ist jetzt hier unterm Tagestief. Und ja, das Setup ist da. Gleich kommt in 30 Sekunden die Bestätigung. Ja. Pullback haben wir jetzt hier auch. An der 79 geht's hier short rein. Und an der 53 nochmal. Wieder am Pock. Am Pock wird mal wieder Halt gemacht. Der schafft es hier nicht über das Cluster rüber. Wart noch mal einen Moment. Ja, den sichere ich jetzt ab. Da bleibe ich nicht weiter drinne. Okay, ja, solange er zwischen den Clustern hin notiert im Hauptvolumenberg am POC, lasse ich es gut sein. Probieren ja nicht weiter rum. Okay, versuchen Sie jetzt hier mit dem CL. Das könnte ein sehr gutes Setup werden. Gehen mal ganz kurz in die Locations rein, beziehungsweise ich zeige noch mal ganz kurz hier die Big Picture Locations vom CL. So. Da sieht das Ganze jetzt hier so aus. Okay, also den Trade ausbauen, wie gesagt, 79 sind wir rein, an der 60 eigentlich schon. An der 60 würde ich den eigentlich schon weiter ausbauen. Ziel übergeordnet wäre die 88, also wir reden jetzt hier von 80 Ticks ungefähr bis zu unserer Location, weil da wird er hundertprozentig die erste Ablehnung machen. Da würden wir dann auch wieder raus wollen. Ziel mit dem Trade wären dann ungefähr 2 Kontrakte, 80 Ticks, vielleicht auch 90. Mal gucken, wie weit wir den laufen lassen, vielleicht auch 100. Knapp 100, eher 90. Wir könnten auf jeden Fall die 3,2, vielleicht 3,5 werden. Wenn er dann gleich immer anläuft und das Momentum bildet. Gut, dann beobachten wir das Ganze mal. Okay, er wird auf jeden Fall gleich ziemlich stark durchbrechen. Ich werde hier noch weitere 2 Reihen hauen. Das wird nämlich ein ganz, ganz guter Trade. Der haut hier gleich richtig durch. Wir haben hier eine aktive Absorption. Und deswegen dauert das jetzt hier auch etwas länger.
Aber der ist gleich durch damit. Und geht gleich wieder in die Preisfindung rein. In die Imbalance. So, da sind wir auch schon im Low Volume. Plus, wir haben an der 88 eine fette Big Order. Das ist auch ungefähr da, wo wir dann auch gleich raus wollen in unserer Location. Ja, auf den Tick genau hier. Ja, mal gucken, wie weit das hier gehen kann. Also, wie gesagt, 88, die holt er gleich noch, garantiert. Da wird er nochmal hinlaufen zu dieser Liquidität. Und dann schauen wir mal, dass wir so vielleicht bei der 90, wir müssen nochmal genau auf die Analyse schauen. Ja, allerspätestens bei der 82 wäre dann der Exit. Da sehen wir gerade wieder eine kleine High-Volume-Node-Bildung. Das tut aber nichts zur Sache, der wird gleich einfach durchrauschen. Davon darf man sich jetzt nicht irritieren lassen hier von diesen Pullbacks oder auch jetzt hier auf die PNL schauen, das ist natürlich sehr verlockend, da jetzt den Sack zuzumachen. Hätten wir auch ja fast unser Ziel erreicht, aber das machen wir nicht. Unser Ziel geht noch ein bisschen weiter. Ja, wir lassen es einfach mal hier bei der 69. Dann hätten wir in der Summe 100 und ein Tick. Und das wären dann knapp 6000, glaube ich. So, 4600, 4700. Also Location ist erreicht. Die 88 ist gebrochen. Okay, wir wollen bei der 80 raus. Es kommt hoffentlich nicht so ein Vorführeffekt, dass er sich gleich denkt. Ja, weil eigentlich die 88 wäre so mein erstes Ziel gewesen. Alles darunter wäre jetzt noch so ein Puffer, den er einmal durcharbeitet, bis er dann ablehnt, weil hier könnte es gleich zu der ersten Ablehnung kommen. Ja, wo haben wir wieder die PNL? Da oben 5080 Dollar. Den Stop sichern wir jetzt ab auf die 88. Da riskieren wir jetzt nichts mehr. Keinen aggressiven Pullback nach hinten und raus. Bam, gefüllt. Okay, das war's auch schon, ne? Das war der Trade. 4.395 sind wir jetzt heute vorn. Ja, das lässt sich sehen. Gut, der Trade war ein Trago-Setup. Das kennt ihr, hat von dem Breakout-Bestätigung erfüllt. Anschließend noch später die Absorption, die hat mir im Endeffekt dann die Zusicherung gegeben, okay, da wird es gleich gut knallen, denn wir haben jetzt hier auch so ein Vakuum gehabt, was er hier relativ gut durchgearbeitet hat. Die einzige Hürde, die ich da gesehen habe, war im Endeffekt das Hauptvolumen hier in diesem Bereich hier, wo am Montag die Käufer rein sind. Da hat er bereits einmal abgelehnt, beim zweiten Retest lehnt er nicht mehr ab, da bricht er nur noch durch. Und genau, das war dann mit sechs Kontrakten der Trade. Hätte jetzt sogar die 101 Ticks geholt. Aber ist in Ordnung, ich bin zufrieden, meine Location wird geholt. Und das ist halt das Entscheidende, auch bei solchen Trades. Ihr müsst eure Locations immer im Überblick haben. Ihr müsst wissen, wo ihr die Trades macht. Auch ein professioneller Prop Trading Scalper, der achtet nicht nur auf den Order Flow oder guckt nicht nur auf den DOM, sondern auch dieser hat ganz klare Preismarken immer vor Augen, seine Locations im Grunde genommen vor Augen und scalpt auch nur an diesen Locations. So, und in dem Fall, wir hatten unsere Range. Der hat jetzt hier die Mitte im Endeffekt am Tief gebrochen und das nächste Ziel lag dann direkt hier unten an. All die Locations haben wir schon 3 Tage zuvor analysiert gehabt am Sonntag. Es war schon alles vorbereitet.
Und danach staubt man eigentlich nur noch diese Setups ab. Es waren jetzt keine 10 oder 20 Kontrakte, das waren jetzt nur, in Anführungszeichen, nur 6 Kontrakte. Und das war jetzt auch ein über 5.000 $ Trade. Wir haben sogar noch 5.400 $ Trade. Wir haben sogar noch den Verlust vom Nasdaq damit rausgeholt. Und da haben wir auch schon unser Intraday-Setup, was hier gut angelaufen ist. Zum Thema S&P muss ich sagen, gut, man kann es natürlich immer wieder versuchen, so wie ich es dann auch mal wieder da oben versucht habe. Ich weiß nicht, man sieht die Trades jetzt hier gar nicht. Aber man muss dann auch wissen, wann Schluss ist. Und in dem Fall, gut, der eine oder andere kleine Trade hat zwar funktioniert, aber merkt euch eins, innerhalb einer solchen Marktphase, wie wir sie jetzt hier gerade haben, ist man immer im Defizit, weil man immer ein verdammt schlechtes CRV hat. Man wird immer ein CRV von unter 1 zu 1 haben und das Risiko immer haben, ausgestoppt zu werden. Wie gesagt, man meint, oder wie ich es auch vorhin versucht habe, man meint zwar, jetzt kommt der Breakout, jetzt sieht das gut aus. Am Ende stoppt einen nur aus und kumuliert weiter. Ja, und in dem Fall hat er eigentlich nur gesammelt, gesammelt, gesammelt. Jetzt hat er so ein bisschen das Volumen nach unten verlagert, in diese Sammelzone hier rein und bricht gerade nach unten. Also jetzt wäre der Moment, wo man in Action treten könnte. Das wird jetzt hier interessant. Wir testen gerade die Mitte unseres oberen Segments, unserer übergeordneten Range. 160, 260. Ja, könnte jetzt spannend werden. Wir haben den Close. Und gerade in solchen Range-Phasen, wie wir sie jetzt haben, ist natürlich auch ein gewisses Verständnis vom Order Flow elementar und essentiell, weil gerade in solchen Range-Phasen hat man immer ein Liquiditätsvakuum und nie wirklich die Garantie dafür, dass jetzt die Käufer in dem Fall das Momentum irgendwie weiter fortsetzen oder durchdrücken, sondern meist ist es halt in solchen Ranges so, dass dieses Vakuum, dieses Liquiditätsvakuum der Partei, die halt im Endeffekt den Markt jetzt nach oben drückt, oder die halt den Preis bewegt, nicht schlagartig gefüllt wird, sondern dass wir einen sehr, sehr rapiden Pullback wieder in dieses Vakuum zurück haben. Und das haben wir halt in solchen Range-Phasen. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dann in solchen Range-Phasen immer wieder auf das Orderflow, auf den Orderflow zu achten. Damit meine ich jetzt nicht nur hier die paar Cluster, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, sondern auch auf die tatsächlichen Handelsinteraktionen. Ja, und da würde ich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht viel machen, weil wir testen jetzt hier gerade unsere Location an der 4180. Dürfen nicht vergessen, der Markt ist nach wie vor technisch gesehen absolut long. Sollte der Markt sich hier stabilisieren, gegebenenfalls auch wieder über die 85 kommen, dann würde ich ab der 85 wieder die Long Trades suchen. Das ist im Endeffekt dann hier über der 85. Würde ich wieder die Long Trades suchen. Das ist das Äquivalent im Endeffekt zum Nasdaq hier an der 60. An der 13.260, wenn wir es hier schaffen, wieder über die 60 zu kommen, stehen die Karten nicht schlecht, dass man auch wieder Long Trades in Richtung der Range suchen kann, aber jetzt aktuell haben wir ein kurzzeitiges Short Momentum. Ist jetzt die Frage, also er hat tick genau in unserer Location hier abgelehnt. Er hält auch aktuell tick genau über der Location. Jetzt halt die Frage, schaffen wir es, über die 85 zu kommen? Und das sind jetzt so Bereiche für mich, Preisbereiche für mich, die ich einfach definiere. Hier zwischen und hier zwischen wird nicht gehandelt. Das ist jetzt ebenfalls wieder eine potenzielle Range, in der man wieder 50-50 traden kann. Keiner weiß, was jetzt innerhalb dieses Momentums passiert. Man kann aber seine Vorteile überhalb dieser oder unterhalb dieser Marken suchen, in Form von Setups, und die man auch wieder über Bestätigung aus dem Order Flow dann sich bestätigen lassen kann. Jetzt sehen wir wieder einen ziemlich starken Druck in den Ask, kommen wieder über die 65 beim Nasdaq ebenfalls. Hier kommen wir jetzt ebenfalls über die, beziehungsweise hier kommen wir über die 60, hier kommen wir über die 85, die ich vorhin angesprochen habe. Und gleich wird man wieder die Reversals suchen.
So, wir versuchen hier nochmal einen Skat Trade mitzunehmen, den letzten. Wenn er aufgeht, wunderbar. Wenn nicht, machen wir Feierabend, haben ein gutes Ergebnis. Im Ziel erwirtschaften können. Und so, wenn er läuft, an der 85. Würde ich den noch einmal ausbauen. Und wenn der S&P es gleich nicht schafft, über der 85 zu stabilisieren, weil er hat die Marke jetzt getestet, der könnte ihn natürlich jetzt wieder ablehnen. Wenn er die ablehnt, dann wird es hier gleich die Kumulation zwischen der zwischen 78 oder 79 und der 85 geben. Und dann hätten wir hier wieder eine neue Range-Ausbildung. Sprich kein Handel. Gehandelt wird nur an den Extrempunkten. So, wir sind mit dem ersten... mit der ersten Order drin, der hat uns reingeholt. Also wir sehen direkt kein richtiges Momentum, wir sehen wieder eine Clusterbildung. Das ist aber auch ein gutes Zeichen, dass wir jetzt hier erstmal eine zwei High-Volume-Nodes gebildet haben. So, wenn wir jetzt hier gleich stabilisieren, dann könnte er sehr wohl wieder an das High-Volume zurücklaufen. Und dann wäre das Ziel im S&P hier die 88. Er muss über die 88 kommen. Ja, und wie wir sehen können, kein Momentum. Ganz im Gegenteil, Kumulation. Kumulation eines kleinen Clusters. Und wenn wir sehen, wir sind in einem Scalp Trade drin, da wird kumuliert, wollen wir nicht. Sprich, wir wollen eigentlich wieder raus. Versuchen jetzt nur noch einen günstigen Ausstiegspreis zu bekommen. Könnt jetzt natürlich noch am Cluster halten und gleich nochmal ablehnen. Aber das ist jetzt schon viel zu langlebig, die Situation hier. So, den nehme ich raus. Das wäre mir zu gefährlich, da nochmal einen Trade rein zu... mich nochmal einstoppen zu lassen. Ich gebe ihm jetzt nur diese eine Chance. Okay, da gehen wir raus mit 6 Ticks, lohnt sich nicht. Das Risiko lohnt sich nicht. Der ist jetzt absolut nicht dynamisch, an der Kante wird gehalten, kumuliert. Lassen wir sein. Gut, das war es eigentlich auch schon mit dieser kleinen Session hier. Jetzt geht es erstmal in die Auswertung. 4455, die Trades wollen wir jetzt erstmal in die Analytics importieren. So, da haben wir es. Die heutigen Trades. Okay, dann lassen wir die einmal automatisch verbinden. Gibt es hier noch etwas? Long, long. Die gehören zusammen. Trades verbinden. Das Ding ist, warum ich das jetzt hier mache, wir haben immer wieder, ich mag es nicht, die Trades einzeln zu vermerken. Atlas hat ja wirklich jede Ausführung als einzelnen Trade. Und wenn ich zum Beispiel eine Position aufbaue, diese dann weiter ausbaue, dann sehe ich diese Aktion im Endeffekt mit dem Aufbau als einen ganzen Trade. Und diejenigen, die dann hier zur selben Zeit geschlossen wurden, von einem Produkt, in eine Richtung, sind dann für mich ein Trade und die verbinde ich dann jetzt hier, das kann man in der Analytics machen, so dass man nicht hunderte Einzelausführungen hat und die dann als Einzeltrade sieht, sondern dass das halt ein Trade ist. In dem Fall haben wir drei einzelne Stop-Orders gehabt und die werden halt als einzelne Trades vermerkt, wenn er die Dinger hier aus Atlas rauszieht und die möchte ich jetzt hier verbinden, damit ich nur einen einzigen Trade angezeigt bekomme. So, dann haben wir hier nochmal Long Long. Das waren aber jetzt einzelne Trades. So, das war's auch schon, ja. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Trades an der Zahl. Bei dem 1CL-Trade hatten wir einen Stop-Loss von 60 Ticks, einen Take-Profit von, was waren das? Der hat uns ja beim Take-Profit rausgeholt. Nicht 60 Ticks, 30 Ticks waren das. Und 80 Ticks, glaube ich. Bei den anderen hatten wir jeweils 60 und immer wieder ja 52. Das ist ja nur für die Statistik. Wir nehmen ja extra 250, also relativ unerreichbare Ziele. Und ja, das würde man jetzt als Breakout-Setter vermerken, der und der Variante.
den Bestätigungen und hier wird man das als Scalping, Reversals, Ablehnungen etc. mit unter den und den Faktoren nochmal vermerken. Jetzt importieren wir das Ganze. Trades importieren. Und dann haben wir unsere Trades. Ja. Wir gehen mal kurz in die Auswertung, gucken, ob das jetzt hier passt. 7575, Gebühren 160 Dollar, Gewinn 10.140, Verlust 2.400, wunderbar. Ja, 11 Trades haben wir jetzt an der Zahl, das war unser zweiter Handelstag. Durchschnittliche Haltedauer sind hier 2 Minuten pro Trade. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Das war jetzt der zweite Tag. Wie gesagt, ich möchte es jetzt ein bisschen schneller durchbekommen, weil diese Episode hat jetzt auch wieder ein paar Wochen gedauert. Das liegt einfach daran, dass wir hier so viel zu tun haben, dass ich jetzt so ein bisschen hinterherhänge mit der Challenge. Aber wir wollen die jetzt mal möglichst schnell durchbekommen, denn ich möchte euch jetzt natürlich auch neben dieser Evaluation zeigen, wie ich dann das Fundkonto ein bisschen aufbaue und vor allem beweisen, dass auch Geld mit dem Prop Trading zu verdienen ist. Ja? Also bis von dieser Evaluation bis zur ersten Auszahlung möchte ich euch mitnehmen. Und ja, wenn du deine Evaluation starten möchtest, mit dem Code TRALGO10 hast du 10% auf deine Evaluation. Falls du Fragen dazu hast, so schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Bis bald.